Isabella David ist sauer. Sauer auf die Lokaljournalisten in ihrer Heimatstadt Hamburg. Denn die schrumpfenden Redaktionen von Morgenpost, Abendblatt und Co. berichten über ihren Stadtteil eigentlich immer das Gleiche. Schießereien, Messerstechereien und Straßenschlachten. Aber statt sich täglich bei der Zeitungslektüre zu ärgern, wird sie aktiv und gründet eine neue Lokalzeitung für Hamburg. Die heißt Mittendrin und erscheint ausschließlich im Internet. Mit wenig Geld schließt ihr Online-Projekt die Lücke, die der Niedergang der Printmedien hinterlässt. Mit Reportagen aus der Nachbarschaft. Da gibt es einfach viele Dinge, über die gar nicht gesprochen wird und über die man aber sprechen müsste und die die Leute deshalb auch gerade interessieren. Und ja, deswegen haben wir einfach wirklich gedacht, es muss noch eine zusätzliche unabhängige Alternative zu anderen Medien geben. Wie wichtig guter Lokaljournalismus sein kann, hat Mittendrin bereits bewiesen. Vor rund einem Jahr heißt es in der Hamburger Presse fast einstimmig, drei Polizisten seien auf der Davidwache in St. Pauli von einem autonomen Mob angegriffen worden. Mittendrin-Leser wie der Sozialarbeiter Steffen Jörg erfahren eine andere Version der Geschichte. Und sie freuen sich, dass die Online-Reporter nicht wie viele andere Pressemedien die Polizeipressemitteilung von dem Angriff auf die Davidwache einfach unkritisch abgeschrieben haben und wiedergegeben haben, sondern genau hingeguckt haben und nachgefragt haben und Fragen aufgeworfen haben, die dann auch interessanterweise von anderen Medien aufgenommen wurden. Es ist die Arbeitsweise des Online-Magazins, die diesen Skandal aufzudecken hilft. Denn anstatt wie die meisten ihrer Printkollegen Nachrichtentexte vor allem auf der Grundlage anderer Texte zu erstellen, gehen die Netzreporter ganz altmodisch einfach vor die Tür. Wir sind nicht diejenigen, die alles vom Schreibtisch aus machen wollen. Manchmal bleibt das natürlich nicht aus, aber wir sind nicht diejenigen, die nur eine Pressemitteilung irgendwie verwursten wollen, sondern wir wollen rausgehen, wollen mit den Menschen sprechen, wollen wirklich vor Ort gewesen sein. Sogenannte hyperlokale Blogs und Magazine gibt es nicht nur in Hamburg. Immer mehr Menschen widmen sich der kleinteiligen Berichterstattung aus einem bestimmten Bezirk, Stadtteil oder Kiez. Meistens nur mit einem oder zwei Redakteuren, die gleichzeitig Reporter, Fotografen und Community-Manager sind. Die Berliner Prenzlauer Bergnachrichten gehören zu den Pionieren dieses Trends. Und die Prenzlette lesen nicht nur Exilschwaben, sondern auch einige Printkollegen. Nicht immer zur Freude von Gründungsredakteurin Juliane Wiedemeyer. Wir merken deutlich, dass wenn wir ein Thema gesetzt haben, dass es sich dann nach und nach, also wenn das eine gewisse Relevanz hat, dass sich das dann auch in den anderen Zeitungen wiederfindet. Und da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Die einen schreiben halt dann, ja, wie die Prenzlauer Bergnachrichten berichten. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass ich da plötzlich Zitate, die mir sehr bekannt vorkamen, in einer Zeitung wiedergefunden habe. Bei den Internetkollegen einfach abschreiben, sowas macht die Zeit nicht. Vielmehr kauft das Magazin bei den Online-Redakteuren der Kleinen Mittendrin ein. Einzelne Artikel übernimmt man hier gegen Bezahlung für den eigenen Online-Regionalteil. Auf diese Weise hat Redakteur Steffen Richter plötzlich zusätzliche Mitarbeiter, die er sich eigentlich nicht leisten kann. Und verfügt über ein Außenteam für Orte, an denen man echte Zeitreporter eher selten antrifft. Wir gehen natürlich auch hin und wieder in Versammlungen der Bezirke oder auch mal zu einem Stadtteilbeirat oder was auch immer. Aber das ist in der Regel dann eher anlassbezogen. So, das ist jetzt nicht so, wir sind nicht so viele Leute, dass man ununterbrochen in den ganzen verschiedenen Bezirken dauernd die Ausschüsse besuchen kann. Die alten Papierriesen und die jungen wilden Onliner können also durchaus zusammenarbeiten. Die Kooperation bedeutet regelmäßige Einnahmen für die notorisch klammen Online-Journalisten und Lokalkompetenz für die überregionalen Zeitungshäuser. Niemand spricht dabei laut aus, wem wohl die Zukunft gehört. Dabei weiß es jeder. Während die Lokalzeitungen aus Papier ihre größte Zeit längst hinter sich haben, fangen die lokalen Onliner gerade erst an.